Hallo Freunde aus dem wunderschönen kosmischen Sachsen bei Dresden. Ich möchte euch heute mein kleines Modell vorstellen, was ich meinen Kindern gebaut habe, damit sie ihre Playmobil-Figuren nicht mehr mit meinem Arax durch die Gegend kutschieren müssen. Ein Bus. 26 Playmobil-Figuren passen rein. Und für alle, die ihn gerne nachbauen wollen, muss ich leider sagen, es gibt für diesen Bus keine Bauanleitung. Ich zeige euch einfach erstmal komplett. Das Ding hat drei Türen. Eine kleine Lenkung. Links. So sieht er von oben aus. Rücksitzbank, Sitze und natürlich einen kleinen Fahrersitz. Das Lenkrad steckt nur drauf, hat keine weitere Funktion. Lenkung von vorne und die Aufhängung hinten. Gebaut ist das Geschoss hauptsächlich aus den Teilen vom 42008 Abschlepptrag, vorrangig die Räder. Vom Schaufelradbagger 42055 und vom Volvo Radlader 4230. Ich habe hier oben eine kleine Lenkung eingebaut, das heißt, das Ding kann theoretisch auch fahren. Ansonsten hat es keine weiteren großartigen Funktionen. Die Türen, Außenschwingtüren, relativ simpel gehalten. So sieht man es, glaube ich, besser. Naja. Genau. So wird das. Zack. Zack. Und hier vorne, manche kennen es, das Kennzeichen. Die Funktionen sind deshalb so simpel gehalten. Meine drei Kinder, die älteste gerade mal 5. Deswegen habe ich hier auch nicht großartig irgendwas dran gebaut, was kaputt gehen kann oder abfallen kann. Die kleinste mit ihren 2 Jahren sollte schließlich auch damit spielen können. Aus diesem Grund, finde ich, die Gucker werden es schon gesehen haben, hier unten gibt es einen kleinen roten Pin. Ein 2-jähriges Kind kann mit dieser Lenkung nichts anfangen. Deswegen kann man einfach diesen Pin hier reinschieben und schon sind die Räder steif. Das heißt, man kann einfach das Ding nehmen und völlig entspannt hin und her schieben und hier hinten vorbereiteterweise Zip, Sitz, Playmobil-Figur passt einfach, wenn man die Arme anklappt. Wunderschön hier vorne rein. So. So ein kleiner Eckliftarm hier vorne dient als Armaturenbrett. Könnte man jetzt noch ein kleines Dings drauf bauen, um noch den ganzen Bezahlautomaten mit nachzubilden. Aber wie gesagt, das Ding ist für Kinder, daher keine größeren Problematiken. Genau. Zack. So. Endtrick. Für alle, die es interessiert, ich habe noch die Sitze, sind deshalb so lustig gebaut. Die sind, hier unten haben wir sie, da. Hier unten. Polster versucht ein bisschen nachzubilden und hier vorne, weil es sonst ein bisschen komisch ausgesehen hätte, von der Dimension her, hier vorne der vordere Teil ist schwarz, liegt ganz einfach daran. Die kleineren Figuren, die ich hier so habe, passen zwar gut hier auf die Sitze, aber die größeren stehen vorne über. Die würden nach vorne überkippen. Deswegen habe ich hier einfach noch ein schwarzes Teil als Verlängerung vorne dran gebaut. Sieht nicht so komisch aus, aber es funktioniert. Gut. Wer noch Fragen hat, einfach Kommentare schreiben, dann beantworte ich sie gerne. Ansonsten bis zum nächsten Mal.